Die vier besten Wandregale in Anthrazit. Eine kurze Einführung. Zweiter, die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause. Die vier besten Wandregale in Anthrazit. Dritter, eine Auswahl der besten Wandregale in Anthrazit. Entdecken Sie Ihren Favoriten. Vierter, einzigartige Wandregale in Anthrazit. Lassen Sie sich inspirieren. Ich bin begeistert von dem Pippi Shell Wandregal. Es ist aus Massivholz und hat eine originale Holzmaserung, die sehr schön aussieht. Es gibt drei Regale in verschiedenen Breiten, die sich perfekt für Küche, Badezimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer eignen. Der graue Farbton macht es zu einem echten Hingucker. Es ist sehr stabil und robust und lässt sich leicht an der Wand befestigen. Ich bin sehr glücklich mit meinem Kauf und kann es nur weiterempfehlen. Ich liebe mein neues Wall-to-Wand-Board. Es sieht modern und stilvoll aus und passt perfekt in mein Wohnzimmer. Es ist aus Holz und die schwarze Farbe passt perfekt zu meiner Einrichtung. Es ist sehr stabil und das Regal ist sehr geräumig, sodass ich meine CDs, DVDs und Bücher ordentlich aufbewahren kann. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann es jedem empfehlen. Ich habe das Stormike Wandregal Schwarz Dreier Set gekauft und bin sehr zufrieden. Es ist sehr stabil und belastbar bis zu 20 Kilo. Es sieht modern und dekorativ aus und passt perfekt in mein Badezimmer, Büro und Wohnzimmer. Die Abmessungen sind L38xB17cm und es ist sehr einfach zu montieren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und würde es jedem empfehlen. Ich habe gerade das Stormike Wandregal Regalbrett Schwarz 60 cm Regale für die Wand Zweier Set gekauft. Es ist ein sehr schönes und modernes Regal, das eine gleichmäßige Lackierung hat, die perfekt ist für Arbeitsplätze, Büros oder Wohnzimmer. Es hat eine sehr hohe Tragfähigkeit von 20 kg, sodass man es für viele verschiedene Dinge verwenden kann. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem schönen und modernen Regal ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.